Coriolis, Gnade der Ikonen, Episode 22. Der Spieler prüft mich mit seinem Humor. Der Tänzer schenkt mir eine schöne Zeit, nur um die Mutter der Tränen einzuladen. Nitan hatte die Attentäterin verfolgt und gestellt und mich mit Leo Dol Quasar allein gelassen, der vergiftet wurde. Ich sprach doch gerade noch mit ihm. Wer hat ihn vergiftet? Der Spieler gab mir nicht die Weisheit, die Dienerschaft zu überwachen. Nitan hatte die Attentäterin befragt. Es sah nicht schön aus. Dass mir Anoket zwischendurch eine scheuerte, muss ich bei Leonard noch besprechen. Diener will ich keiner auf der Abaya, aber die Hierarchie haben wir. Und der besondere Witz? Akrobator Koscher tauchte direkt auf. Der Alarm war losgegangen und die Judikatorin war da. Sie war erniedrigend, wollte alles wissen und konnte meinen Namen nicht ganz reinwaschen. Aber die befragte immerhin. Hier ließ mich der Spieler punkten. Es gab hier noch Hinweise auf die nächste Stelle im Dschungel. Eine glückliche Richtung durch Jaya ist mehr, als ich erwartete. Nita verschwand. Sie musste Dampf ablassen. Mir fehlen die gemeinsamen sorgenfreien Nächte. Wir finden ein Boot und einen Schmugglertunnel. Es bringt uns zu Abaya und lässt uns erstmal aus der Sache entkommen. Ein paar Tage warten wir auf Nitan. In der Zeit taucht mein Gesicht und mein Hintern auf, bringt mich als Geliebter des Erbens ein. Sie haben mich gut getroffen. Man kennt meinen Namen aber nicht, aber der Gedanke ist schon schmeichelhaft. Akoba sieht es aber anders. Sie verbannt mich auf das Schiff zum Warten, wie ein kleines Kind. Warum hat mich die Wette eigentlich mal zum Captain gemacht? Es bringt doch kein Glück. Am dritten Tag kommt Nitan wieder. Nitan konsumiert wohl wieder Oper. Sie ist fahrig und nervös. Wenn sie was zu tun hat, geht es ihr hoffentlich gut. Wir reden über die nächsten Pläne. Die Ziele im Dschungel sind die Ruinen von Syltra. Der Ort soll verflucht sein und ist bei der Bevölkerung verschrien. Es gab vor 4 Zyklen ein Ereignis. Ein Schiff landete, wo alle an der Hypergraum-Krankheit litten. Sie haben den Ort geflutet und die Finsternis ist jetzt da. Und es warten da noch Schätze auf uns. Feuer wird uns noch in Syltra begleiten und hoffentlich der Gesichtslose, als wir am 36. Tag des Gesichtslosen in die Sümpfe aufbrechen. Der 36. Tag im Segment des Gesichtslosen, im 61. Zyklus der Coriolis-Station, und ihr sitzt in einem schäbigen kleinen Schmugglerboot zusammen mit Jaya, die immer wieder düster auf ihr Tabula guckt und dann zu euch meint: Ich habe die letzten Tage mal genutzt, um die Abgabeorte auszuwerten. Ich glaube, man kann das grob einordnen. Das Problem ist nur, die Kommunikation in den Sümpfen funktioniert nicht richtig. Ich hoffe, ihr habt gute Kommunikatoren, weil ihr werdet da drin kein Signal bekommen. Und schaut dann euch fragend an. Warum läuft es nicht? Dann sagt, die Sümpfe haben eine komische Art, mit Technologie umzugehen. Hier funktioniert sonst noch irgendwas nicht, was wir wissen müssen? Naja, ich hoffe, ihr könnt gut die Sterne lesen, um rauszufinden, wo wir hin müssen in der Nacht. Weil Kommunikationssatelliten kommen hier auch nicht durch. Ich glaube, unser Zeno, das kannst du doch, oder? Was? Funken? Navigieren. Navigieren, das kriege ich noch hin, aber technisch hapert es ein bisschen. Immerhin haben wir eine Sogoi dabei. Ihr kennt euch doch hier aus, oder? Und guckt dann Nitan an. Ja, ist eigentlich damit beschäftigt, an den Fingernägeln rumzu. Also, sie ist halt immer noch unglaublich fahrig und nervös und braucht irgendwie immer was in den Händen. Bin nicht hier aufgewachsen, das ist. Aber grundsätzlich im Dschungel komme ich klar. Wenn noch eine Sternenkarte auf unsere Kommunikatoren oder Tabulas runterladen, zur Sicherheit. Wird schwierig. Der Nebel über den Sumpf macht das schwierig. Ich orientiere mich immer hier an der verschiedenen Baumfragmente, die noch hier stehen. Die größeren Bäume sind die Wegmarken. Alles andere kann man leider in diesen Sümpfen vergessen und schaut dann in den Nebel hinein. Da kannst du uns ja hier durch navigieren. Zu einem gewissen Grad, ja. Aber dann zeigt ihr nochmal auf dem Tabula herum und zeigt euch mehrere Punkte, die so eine gewisse Halbkreisform annehmen. Ich habe so die Vermutung und kreist dann auf dem Tabula den angedeuteten Kreis, dass wahrscheinlich irgendwo unweit dieser Abgabepunkte wahrscheinlich die Lieferungen dann hingebracht worden sind. Wie aktuell ist denn diese Karte? Also, naja, das ist die. Wir haben einen gewissen Muster gehabt. Wir haben eine Tabelle gehabt, wo letztendlich immer drin stand, zu welchem Tag, wo wir abzuliefern hatten. Und zeigt dann auf die Einzelpunkte und zeigt dann, welche Punkte dann dazu kamen. Und es ist ein sehr unregelmäßiges Muster um diesen Halbkreis herum. Dann zeig mal kurz her. Muss mir das mal genauer ansehen.
Wir sollten von unserem Ankunftspunkt aus Wegmarken markieren und von dort aus weitergehen. Im Zweifel auf dem Tabula. Am besten wäre tatsächlich etwas ganz, ganz, ganz altmodisches, und zwar Zettel und Stift. Ja, also wir können das ja hier offline benutzen, ne? Und unseren Weg aufzeichnen lassen. Das ist ja jetzt nicht das Problem. Wir müssen erst mal gucken, wo wir hier sind überhaupt. Gerade. Also jetzt aktuell Standpunkt, damit ich weiß, wo wir dann hinfahren, zu welchen Punkten. Wir hatten immer einen Wildnisführer hier in diesen Bereichen. Der Sogol meinte immer, wir müssten uns vor den Tuban entsprechend hüten. Aber ich weiß nicht, was er genau gemeint hat. Weißt du, weiß ich es? Überleben. Du hast von Tuban so noch nie was gehört. Bin noch nicht untergekommen. Schalt auf den Mund. Vielleicht spricht das Jaya auch irgendwie falsch aus. Die hat das Wort auch sehr seltsam betont. So, dass es nicht von einem Sogol stammen würde. Naja, würde ich jetzt mal sagen, dass wir zünden. Welcher ist denn jetzt der erste Punkt, den wir ansteuern sollten? Zeig mal drauf. Gucken wir mal, als wenn das ja drei Punkte sind. Ich würde mal sagen, wir können auf jeden Fall... Wir müssten wahrscheinlich hier sein, und zeigt dann so grob auf einen Bereich. Okay. Wir müssten wahrscheinlich dort in den tieferen Nebel hinein. Ist das... Jetzt sehe ich, ob das der nächste Punkt ist oder ob das nur... Sie vermutet das nur. Du kannst, also auf dem Tabula siehst du nicht, wo ihr gerade seid. Wir hatten Kommunikator unter der unter der Klasse 3. Was meinst du mit Klasse? Es gibt die Kommunikatoren in verschiedenen Stärken. Ja, ich habe hier noch Langstrecke. 1, 2, 3. Also Langstrecke ist 3. Ich habe 3. Okay. Dann hört ihr immer wieder in euren Kommunikatoren einfach ein sehr unangenehmes Rauschen und Knistern und einen sehr unangenehmen Artefaktnebel, also wenn man in diesen Nebel hineinfährt. Als würden es wirklich die elektrostatischen Signale irgendwo verzerrt. Esther wollen einfach nicht, dass wir hier sind. Wären eure Kommunikatoren unter dieser Stufe gewesen, wären sie einfach ausgefallen. Ohne, dass wir bei mir gewesen sind. Ja, dann Ding sagt einfach, düt, kein Service nirgendwo mehr. Wenn Samira hier gewesen wäre, könnte sie das sicher nicht rausfiltern. Ja, sie könnte das. Gut. Schiff, also bewegen wir uns gerade? Ich denke ja schon, oder? Wir fahren ja. Ein kleines motorisiertes Boot, mit dem du hätte es sein können, dass wir jetzt gerade stehen und die uns das erklärt, wie hier die Situation ist, oder wir schiffen immer noch hören. Jo, ist denn der Nebel? Ist das so Boden oder eher so in den... Mittlerweile könnt ihr nicht mehr die Sonne sehen, die ist mittlerweile komplett einfach in diesem Nebel verschwunden. Es ist einfach nur ein diffuses Licht um euch herum, aber ihr seht nirgendwo mehr den Stern dieses Systems. Wir können übers Wasser gucken. Das war meine Frage, genau. Wie weit können wir gucken? Also ist das so... 2-3 Meter. Au. Okay. Das heißt, wir fahren in Schrittgeschwindigkeit gefühlt. Ja, wir fahren in Schrittgeschwindigkeit und guckt euch immer wieder um. Und es ist wirklich wie so gespenstische Bäume, die sich als Krallen über das Wasser heben, immer wieder auch über euch, über eure Köpfe hinwegfahren. Hört man irgendwas? Ihr hört hin und wieder entsprechend das Flattern und Schnattern von irgendwelchen Wasservögeln, die in den Bäumen nisten. Aber alle wirken so leicht kränklich. Die Federn ein bisschen zerrupft und ziemlich magere Wasservögel. Also, wenn du ungefähr sagst, dass wir hier sind, ich zeig dabei auf dieses Tablet. Ja, der hat ja gezeigt, wo wir ungefähr sind. Hm? Dann sollten wir uns ja dann zum nächstgelegenen Punkt bewegen, oder nicht? Guck dann wieder auf das Tabula währenddessen. Was machen denn die anderen, während ihr in diesem Boot sitzt und Xeno und Jaya entsprechend immer wieder Ausschau halten und das Boot immer wieder neu lenken? Naja, ich bin etwas nervös und mir ist nicht so ganz wohl dabei, dass wir, also nicht wegen dieser ominösen Geister oder so, sondern weil ich einfach den Dschungel nicht mag. Und ich schlage nach ein paar Moskitos, die es hier wahrscheinlich gibt oder ähnliches, und kontrolliere immer wieder meine Medizintasche. Ja, ihr guckt immer wieder in die Schatten vom Nebel. Ihr seht auch immer wieder so Vögel, die wegfliegen. Behalte die Umgebung sehr aufmerksam im Blick. Ich habe Beschleunigerpistole und Gewehr dabei. Das Gewehr liegt auch auf dem Schoß. Und da ich ja gerade schlecht vor Anuket und dem Rest mir eine Opor-Pfeife anstecken kann, muss der normale Tabak herhalten. Rauch gefüllt eine nach der anderen und bin immer am Zigaretten drehen. Ja, ihr fahrt dann auch langsam zwischen Stadtruinen hindurch. Kuppeln, Treppen, die einfach irgendwo abgebrochen sind, Wendeltreppen, die nach oben führen. Und wenn du dir die Pfeife entsprechend anmachst, haben so alle so die um dich herum so den Eindruck, okay, die Rußpartikel, die erst von dir aufgehen,
verstärken sich irgendwie. Es wirkt seltsam. Der Nebel ist noch konzentrierter und feuchter als vorher. Und ihr fahrt eben an dieser Ruine vorbei und seht dann dort einen Balkon, der so halb abgebrochen mit Geländer über euch hinwegragt. Und dann hört ihr ein komisches, knarzendes Geräusch und dann bricht ein Teil des Geländers hinunter und irgendwas anderes fällt noch in das Wasser hinunter. Hey, war das? Ein komisches Geräusch. Ihr seht irgendeinen Schatten so durch diese Nebelwand. Ihr seht ja den Balkon nur als kurze Silhouette und diese Rußpartikel überall. Es wirkt so, es ist so Geruch von Brand irgendwie und glitschige Algen hängen an der Treppe nach oben. Es ist alles sehr obskur und ihr dachtet kurz, ihr habt einen menschlichen Schatten gesehen, aber als ihr genau hinschaut, ist er wieder weg. Unitan, was für Tiere gibt es hier? Alles. Alles. Spinnen, Frösche, Fische, Schlangen, Schnecken, Affen. So süße kleine Affen oder eher so nicht so nette Affen? Du solltest davon absehen, dass sich dir Personen, die du nicht kennst und jegliche Form von Tier sich dir nähert. Es ist so schwül hier. Was machen wir noch gleich hier und warum kann ich irgendwie eine Armee hier einrücken? Hältst du es für sinnvoll, dass Armeen, die nur unerfahrene Leute zu solchen Erkundungstouren schicken, hier wirklich einrücken, wo der Finger locker am Abzug sitzt? Ich sehe hier nicht groß was sie noch kaputt machen könnten. Außerdem wüsste ich auch nicht, was zum Beispiel mich dafür qualifiziert, hier durchzufahren oder hin. Du kannst uns zusammenflicken. Du arbeitest sehr gut unter Stress. Und die größte Gefahr für uns geht von jemandem aus, der nervös ist. Okay, ich bin gerade nervös. Du bist anders nervös. Du hast keine Waffe in der Hand. Aber dabei. Für einen Finsternispunkt gebe ich aus und Anuket, du merkst dann plötzlich, wie irgendwie, ihr fahrt wie gesagt diesen Balkon vorbei und irgendwas tropft dir auf die Schulter. Okay, ich fahre angewidert herum und versuche es mir von der Schulter zu wischen und gucke, was es ist. Schwarzer, zäher Schleim. Zieht lange Fäden nach sich. Mach es weg. Rück Jakob das Gewehr in die Hand. Nicht an den Abzug kommen. Ich lege die Pistole so auf meinen Schoß. Okay. Und dann ganz vorsichtig mache ich diesen Schleim auf. Nimm wahrscheinlich ein Taschentuch. Mach's mit ein bisschen von meinem Trinkwasser feucht und versuch es abzuwischen. Ja, du merkst so, okay, das ist seltsames Zeug. Es bleibt kleben, es wird vom Wasser auch nicht wirklich gelöst. Seltsam. Es ist komplett fremdartig, was das ist. Es ist nichts Tierisches, was du normalerweise kennen würdest aus dem Sumpf. Nichts, was ich Anuket sagen würde. Dann gucke ich dich an mit diesen Augen, die ja eigentlich nur aus Pupille bestehen. Es ist alles gut. Was ist das für ekliger Scheiß? Irgendwelche Gedärme. Gedärme, willst du mich verarschen? Du nimmst mich auf den Arm. Schönen Dank ja, auch. Und dann gehe ich an die Tasche und hole noch... Irgendeine Pflanze ausgeblutet. Alles ist gut. Ich hole irgendwie eine Ampulle mit Alkohol raus und versuche es aus meiner Kleidung rauszuwaschen. Wenn du es versuchst, aus der Kleidung rauszuwaschen, siehst die Jacke entsprechend oder den Kaftan oder sowas genau an. Auf jeden Fall nimmst du es dir runter, guckst es dir an und stellst fest, irgendwie ist der Tropfen irgendwie so aus den Ärmel runtergewandert. Versuch's. Du legst gerade, hat sich das bewegt? Es war doch zähflüssig, aber es ist da unten jetzt plötzlich. Und dort, wo es vorher war, ist keine einzige Spur mehr zu sehen. Okay, es geht fleckenlos weg. Anze, sagst du, ja? Ich nehme mir meine Waffe zurück. Gut, dann möchte ich zumindest wissen, was das für Ekelscheiß ist und hole irgendwie kippe den Alkohol aus und versuche, die schwarze Flüssigkeit in die kleine Ampulle zu machen. Ich halte deine Hand fest. Du hast gesagt, das ist Pflanzensaft. Vielleicht ist das interessant, vielleicht kann man damit Arzneien herstellen. Kat, hier geschehen Dinge, die möchtest du nicht verstehen. Woher willst du das hier wissen? Hier existieren Dinge, die möchtest du nicht verstehen. Das ist an meinem Ärmel, also existiert es. Du nimmst es bitte nicht mit aufs Schiff. Na gut, jetzt habe ich schon meinen Alkohol ausgekippt, aber ich habe noch mehr davon. Ist das was brennt, wofür die Brandsätze dabei sind? Das war zum Reinigen, es ist Reinigungsalkohol, Jakob. Ist das jetzt immer noch unten auf meinem Ärmel? Ich versuch's irgendwie. Wenn du wieder hinguckst, ist es woanders hingewandert. Wo ist es denn jetzt? Hinten ist es gerade nicht mehr. Und wenn du lange guckst, stellst du fest, es ist irgendwo hinten im Nackenbereich des Kleidungsstücks. Nitan, du hast es nicht weggemacht. Ziehe ein Messer und versuche es abzuschaben. Ja, dann fängt das Messer an, langsam schwarz zu werden. Die Klinge wird dann schwarz. Verfärbt sich, als wäre es irgendwie angelaufen. Ich atme ganz tief ein. Kriege ich es abgeschabt komplett? Ja. Gut.
Dann schmeiße ich das Messer. Nein, ich versuche es erst mit Wasser abzuwaschen. Wahrscheinlich funktioniert das nicht. Ja, wenn du dann so in das Wasser, an dem ihr vorbeifahrt, in so Schrittgeschwindigkeit runterguckst, ist das Wasser mit einem öligen Film überzogen. Und du darfst mal auf Beobachten werfen. Du siehst dann unter dieser ganz dünnen, öligen Schmutzschicht irgendwie etwas Längliches, Schwarzes, sehr muskulös Sehniges. Und das ist nicht nur eins. Ihr schwimmt mehr in einem kompletten... Euer ganzes Schiff ist umgeben von diesen schwarzen, schlangenartigen, muskulösen Viechern, die in diesem schwarzen Schlicköl-Gemisch im Wasser kaum zu erkennen sind. Buche, schmeiß das Messer einfach ins Wasser. Also ich fasse da nicht rein. Also schmeiß es weit weg. Okay, weit weg. Ja. Würfel mal entsprechend mal auf. Ja, werfen wir es jetzt irgendwie. Beweglichkeit, Fernkampf, Kraftakt. Ja, würfel einfach mal auf Fernkampf, damit ich einfach weiß, wie weit du es weggeworfen hast. Gar nicht weit. Okay, du wirst nicht allzu weit weg. Du wirst das Wasser ins Wasser. Es macht dann irgendwo wenig dieses klassische Platschgeräusch, was du von einem Messer erwarten würdest, sondern eher so ein kurzes, zum kurzes Aufprall. Nur wenige Wellen werden ausgelöst. Und du hast das Gefühl, das Messer liegt kurz auf der Wasseroberfläche, bevor es dann versinkt. Und dann plötzlich gerät das ganze Wasser darum, mehr in ein Aufruhr. Und wir würfeln Initiative. Entschuldigung. Ja, jetzt wäre die Frage, was wollt ihr tun? Bis auf Jakob reagieren alle schnell genug. Jetzt ist die Frage, was wollt ihr tun? Darum geht es mir jetzt. Im Gesichtslosen, was hast du getan? Ich sag's dir, wenn ich's weiß. Also das irgendwas in diesem Wasser hast du aufgescheucht. Und nachdem du ja gesehen hast, da drin sind viele... ja, seltsam aussehende Aale, um es jetzt platt auszudrücken, ja, würdest du wahrscheinlich 1:1 zusammenzählen können, um zu wissen, das sind diese Viecher, die gerade sich um dein Messer gerade kämpfen. Also, die Frage ist, also du hast das Wasser in Aufruhr gebracht, du hast irgendwas aufgeweckt. Vielleicht habe ich die Bewohner des Wassers ein bisschen verstört, gestört. Deshalb ist das hier so, so lebendig, oder wie? Gerade? Ja. Eieiei. Merken wir da irgendwie was am Boot? Auch nicht. Ja, also sehen wir nur da, wie es da ein bisschen blubbert. Ich frage euch, deswegen habe ich ja die Initiative-Reihenfolge. Ihr könnt noch reagieren. Jetzt müsst ihr nur was tun. Können wir schneller? Ja, deshalb frage ich ja gerade, weil wenn ich ja da mit dem Boot fahre und nur da was blubbern sehe oder ob ich da so... Du hast halt irgendwas im Wasser ausgelöst. Mit dem plötzlichen Aufprall eines Messers ins Wasser. Und die Fahrt jetzt, wie gesagt, aktuell sehr, sehr langsam da gerade entlang. Aber scheinbar hast du jetzt irgendwas Warte geweckt. Warte mal. Frage ist... Warte mal nach. Also weg von dem, was... Ich sehe ja, dass das Wasser unruhig ist da, oder? Leicht, leicht unruhig. Und würde da schon mal... Unruhig ist gut. Das ist mehr ein kochendes Wasser, so vom Außenperspektive, um dieses Messer herum entstanden. Also da ist riesiger Aufruhr. Ja, ich würde erstmal das Boot wegsteuern wollen. Okay, wie Frage möchtest du das? Schneller oder langsamer? Ja, die Frage wäre, wie möchtest du das Boot steuern? Erstmal würde ich es weglenken. Mhm. Versuch doch mal eine fordernde Probe in Pilot minus 1. Jetzt nur abhängig davon, möchtest du schnell oder langsam sein dabei? Sehr langsam. Ich würde minus 2 hast du gesagt. Bis jetzt ist der Spieler, der nicht heult. Hast noch keinen Erfolg. Ich hätte das Ruder jetzt schon rumgerissen, also ich hätte das irgendwie mitgekriegt. Keine Ahnung. Also du bittest nicht zum Spieler. Ich sehe das Ergebnis gerade nicht. Du hast keinen Erfolg. Du hast 5 Würfel gewürfelt und keinen Erfolg. Nee, ich möchte nicht zum Spieler beten. Ich bin jetzt mal so bepreist. Okay, was macht Nitan und Anuket dann? Also es wirkt voll, also Xeno versucht irgendwie den Motor entsprechend rumzudrehen. Du wolltest langsamer oder schneller werden? Na, beschleunigen wollte ich ja grundsätzlich nicht. Mhm. Ich habe ja gesehen, dass da blubbert es auf einmal. Und genau, dann durch den Fehlschlag hast du den Pilot falsch rum gemacht in der Stresssituation und hast jetzt den Motor aufgedreht. Genau, dann machen wir es so, genau. War nach vorne gestürzt, boah. Ja, wie ist das hier los? Und eine große Welle schwappt jetzt von eurem Boot aus los. Was macht ihr denn da hinten? Ey, Motor ab! Was? Könnt ihr euch... Ja, nee. Totstellen! Also Motor aus, oder wie? Dann, ja. Ich am Hebel und... Du hast deine Aktion schon ausgelöst. Also, okay, jetzt kommt noch die anderen übrig. Es ist okay. Ja so jetzt ad hoc. Schnell. Dann
nämlich das Beschleunigergewehr. Das ist eigentlich viel zu groß. Aber egal, ist das, was ich gerade an der Frau habe. Und ziele ins Wasser. Also nur zielen, nicht schießen. Nur zielen. Okay, du versuchst. Gut. Ja. Das macht Luket. Wie groß ist denn das Boot so? So groß, dass zwei Stasisbetten Platz drin hätten. Plus natürlich und die natürlich und das Fahrpersonal von zwei Leuten. Oder drei. Also auf jeden Fall Lastenkran. Dann sehe ich, wie Nitan die Waffe zieht. Und bin mir nicht so ganz sicher, wie ich mich verhalten soll. Und du siehst auf jeden Fall, dass nachdem Xeno das so eine Welle ausgelöst hat, dass plötzlich der Schwarm, der gerade um das Messer herumgeistert, sich manche von diesen Viechern in eure Richtung bewegen. Dann würde ich meinen Karabiner ziehen und versuchen, hinter der Reling in Deckung zu gehen. Okay, dann gebe ich jetzt... Genau, ich gebe zwei Finsternispunkte aus. Ihr hört einen Schrei. Xeno, neben dir sitzt ja Jaya, an der plötzlich diverse schwarze, ja, 1 Meter lange Würmer hochkrabbeln und sie mehr oder weniger in einen Kokon verpacken. Okay. Helft ihr mir mal hier? Ich mal nach hinten. Das ist, was jetzt das Wesen tut. Wir haben noch Jakob und die Verzögerten, die jetzt reagieren können, aber es kam jetzt gesehen jetzt von der falschen Seite, die er nicht erwartet hatte. Wir hatten ja eigentlich gesagt, dass wir uns noch so, ich will jetzt keinen Brandsatz direkt da reinwerfen, aber vielleicht irgendwo so nach dem Motto Stück Holz von nebenher abreißen und gucken, ob man sich so eine kleine Fackel basteln kann. Okay, dann machst du entsprechend eine Fackel an. Wenn du es so schnell machen möchtest, hätte ich gerne eine Probe auf Überleben. Das klingt nämlich nach improvisierten Brandkörper. Ja, dann Feuerzeug fällt eher wahrscheinlich ins Wasser dabei. Kein Erfolg. Was machen Anuket und Nitan? Ihr dürftet noch reagieren. In den Nahkampf gehen. Ja, mehr oder minder jetzt um euch herum fängt es das Wasser an, ihn nicht zu brodeln. Und währenddessen, wie gesagt, hörst du den Schrei hinter dir, wo Jaya eine Gestalt ist, die dann plötzlich kein Gesicht mehr hat und einfach nur noch ein schwarzes Ding ist. Und dann ins Wasser platscht. Moment. Bevor wir angefangen zu handeln, hast du das noch nicht gesagt. Ja, sie wird jetzt als nächstes dann umfallen. Ja, nein, ich halte sie fest. Also, dass der Nahkampf heißt, also zu ihr gehen, diese Dinger von ihr abziehen. Bewegung. Ich hab's gerade. Boah, was ist denn das beim Tänzer, ne? Tänzer. Oh, Tänzer, lass mich jetzt bitte nicht straucheln. Ja, du kannst dich diese Viecher festhalten. Okay, das ist wirklich reiner Muskel. Geil. 0-AP-Aktion, Anuket, Ziel. Gut. Jetzt lass mal was erschießen. Mal gucken, ob es das macht. Worauf soll ich denn schießen? Nicht auf Jaya. Ich könnte natürlich einfach in die Menge schießen. Aus Wasser. Okay, dann versuchen wir es mit Feuer zu töten. Im Wasser. Hast du einen Brandkörper dafür? Oder was hast du genau vor? Ich würde einfach eine Salve mit dem Karabiner ins Wasser feuern, da wo es sich am meisten bewegt. Ein Vulkankarabiner, oder? Ja. Mhm. Ich meine, es ist Muskel. Muskel kann man treffen. Ja, klar. Dann schieß mal. Habe ich schon Aktionspunkte jetzt ausgegeben eigentlich oder nicht? Okay, weil dann kann ich ja noch zielen, oder? Als Aktion. Ja, kannst du tun. Wie viel gab das? Plus 2. Plus 2. Das vergesse ich irgendwie immer. Aber es sind halt dann keine 2 AP mehr, sondern 3 AP. Genau. Mhm. 2 Erfolge. Du schießt entsprechend rein. Wie viel Schaden macht der Vulkankarabiner? Der macht 3 Schaden. Also der erste ist zum Treffen, ne? Und die übrigen Würfel könnte ich dann ausgeben für kritische. Da der Crit 2 hat, reicht es aber nicht für einen kritischen. Genau. Aber du kannst einen extra Schaden, ne? Genau. Kann ich 4 Schaden machen. Und 4 Schaden, okay. Ja, dann verfärbt sich das Wasser vor dir noch schwärzer, als es vorher schon war. Okay. Xeno wäre auch noch dran in der neuen Runde natürlich. Also ich höre ja diesen Tumult und würde ich gleich mal meinen Fehler versuchen zu korrigieren und langsamer werden, oder? Du versuchst also aus diesem Becken voller Aale wegzunavigieren. Becken? Ja, aus diesem. Ja. Ich will ja die Kollegin hier unterstützen. Also, ja. Die steht direkt neben dir. Ja, und aber ich. Nitan hat sie gerade gepackt, oder beziehungsweise eher die Aale gepackt, die sie umwickelt haben. Ja, ich will aber jetzt nicht bei voller Fahrt einfach wegspringen und versuchen, ihr zu helfen. Schreib mir, was du tun möchtest. Wir kriegen es irgendwie hin. Ich nehme Gas weg. Mhm. Das ist. Ja, dann versuchst du. Ich mache nicht aus, ich so niedrigst wie möglich. Mhm. Und es ist ja sowieso durch die Trägheit, geht es dann noch ein bisschen weiter und würde mich dann zu ihr drehen und würde. Was kann man machen?
Ihr habt natürlich auch Sachen auf dem Board, wenn du irgendwas brauchst. Die Frage ist nur, was du gerade haben möchtest. Irgendwas Festes suchen, was hier um mich rumliegt und versuchen, auf irgendeinen Aal zu klopfen. Zu klopfen? Also, so halt. Oder möchtest du irgendwas anderes machen? Na, die ist ja immer noch eingewickelt, so wie ich es verstanden habe. Die ist aktuell eingewickelt und Nitan hält sie fest, dass sie nicht rausfällt. Genau. Ich würde versuchen, da auf diesen Arm, okay, der da... Also, ist das jetzt einer? Das sind ja jetzt eine Mumie in lebendem Genau, Kopf. Aber das sind mehrere, die auch über die Reling gehen, die... Ja, die sind so gesehen rübergekrabbelt und du siehst auch, wie gesagt, potenziell auch welche, die zu dir krabbeln würden wahrscheinlich, ja. Die sich aus dem Wasser erheben. Ich muss mir das jetzt nicht wie so einen Tintenfischarm vorstellen, dass die dann noch über der Reling hängen, wo ich drauf schlagen könnte. Ja, wie so ein schwarzer Wurm mit sehr viel fiesen Zähnen. Also müsste körpernah auf sie draufschlagen dann. Das eher. Kannst du gerne tun. Ja, würde ich körpernah. Für alle Ideen Grenze haben. Ja, wie gesagt, wenn das jetzt lange Würmer wären, die noch über der Reling hängen, hätte ich dort draufgeschlagen, dass wenn die loslassen, zurück ins Wasser plumpsen. Aber so kommt mir das jetzt die Situation gerade nicht vor. 30 bis 100 Zentimeter. Also Meter. Ja, nee, dann schlage ich so körpernah irgendwie, ich gehe mal davon aus, auf Armhöhe, sodass dass der Arme mittel sich quasi selbst entstrahlt. Dann Nahkampf, oder wird der Tänzer dir helfen? Nahkampf. Also ich finde irgendwas, was da rumliegt wahrscheinlich. Du musst improvisiert zum Draufschlagen findest du. Da fliegen irgendeine Knüppel oder ein Stock. Nahkampf. Okay, du triffst sogar. Okay, du haust mit einem Beutel Pistazien auf die armen Würmer. Ja. Warum Mensch. Auch immer das auf dem Boot ist. Ich klicke doch überall hier rum. Ich gebe noch einen weiteren Finsternispunkt raus. Und ja, was macht denn Jakob? Also die Würmer ziehen sich immer enger um die arme Jaya. Ich würde dann jetzt auch das gleiche machen, was irgendwie Zeno gemacht hat. Würmer ich würde mit der oder? Fackel, ich würde mit der, nicht ganz, ich würde mit der Fackel irgendwie da hingehen und versuchen, irgendwie die Aale da von der Jaya irgendwie wegzuschieben oder sowas, quasi so irgendwie so, dass man da versucht, hier so abzuschieben. Keine Fackel, du hattest die wieder anzünden. Ich habe die Fackel ja noch in der Hand, das ist ja eigentlich irgendwie so ein Teil. Wenn ich würde so eine Art auch irgendwas nehmen. Genau. Ja. Die nicht brennende Fackel würde ich einfach nehmen und dann da versuchen, die irgendwie so. Okay, klar. Dann versuch mal draufzuschlagen. Ich hau jetzt eher jemanden aus Versehen. Nee. Du haust entsprechend auf diese Aale drauf und sie schließen sich immer enger um Jaya. Ja, was macht ihr? Also das Boot gleitet so jetzt durch das Dunkel des Wassers. Wird langsamer halt, oder? Ja, aber die Gischt und die Würmer, die über die Reling krabbeln, werden immer weniger. Dann halte ich sie weiter fest und versuche halt diese Würmer von dir zu lösen, wenn es tatsächlich weniger Würmer werden. Ja, dann hätte ich gerne von dir Kraftakt, und zwar -2. Nö. Ich sie einfach nicht runter, die sind immer verhärten sich immer mehr und ziehen immer weiter zu. Was macht ihr? Aber auf eine ganz dumme Idee, Ja, was denn? Das sehe ich in nächste Runde, wenn ich wieder dran bin. Tatsächlich denn nicht. Ihr könnt freie aktionmäßig kurze Sätze austauschen, das ist aber noch erlaubt. Möchtest du sie nicht mehr erzählen? Nitan hat versucht, sie zu befreien, ist daran gescheitert. Was tut ihr, die restlichen Leute? Das sind wahrscheinlich mehrere Würmer, oder nicht ein großes Genau, das ist ein kompletter Kokon aus lebenden, ineinander verhakten Würmern. Komplett schwarz, muskulös, sehnig. Alle mit diesem komischen Film vom Wasser überzogen natürlich. Rein theoretisch. Könnte ich das Gift, was ich extrahiert habe, aufziehen in eine Spritze und das in diese Schlangen jagen? Dann trifft es aber nur einen dieser Viecher. Okay, also das trifft nur einen, weil du sagst, wenn du indizierst, dann trifft es logischerweise nur ein Viech. Okay. Aber du kannst natürlich Sachen tun. Aber sind es 1, 2, 3 abzählbar unendlich viele? Oder? Es wirkt für dich wie so eine undefinierbare Masse, die sie eingehüllt hat. Aber ja, du siehst einzelne Körper aufhören, andere anfangen, aber abzählen schwierig, weil die komplett alle dieselbe Farbe haben und auch ineinander verschlungen sind. Aber ja, du kannst natürlich dein Gift versuchen zu benutzen. Das ist, sei dir freigestellt. Die Frage ist nur, wie möchtest du das tun? Ja, das erscheint nicht praktikabel gegen so viele. Doch, Messer! Es war ein ziemlich potentes Gift, wenn ich hier erinnern darf. Ja, ja. Aber dann müsste ich ja sowas machen, wie das auf einen Skalpell aufbringen und möglichst viele damit versuchen zu schlitzen, das ist wahrscheinlich... Wenn du ein Messer hast, kannst du das versuchen. Ja, ein Skalpell habe ich dabei immer. Mhm. Dann versuch doch mal eine etwas erschwerte Nahkampfprobe, dann kannst du es probieren. -1. Ja, im Nahkampf bin ich unglaublich schlecht.
Also das, ich hätte insgesamt zwei Würfel. Also von den Ja. Wahrscheinlichkeiten her ist das nicht genug. Also wenn du noch, also nach Abzug, oder? Ach komm, jetzt kommen wir uns nicht mit Nee. Wahrscheinlichkeiten. Cineastik. Was würde Anoket tun? Ja, auf, Mensch! Ja, ich versuche mir, also du sagst, das ist mit Wasser überzogen. Ja, weil die sind aus dem Wasser gekommen, ja. Wahrscheinlich würde ich, also drauf schießen ist schlecht. Ich würde wahrscheinlich irgendwas aus meinem Arztkoffer kramen, auf die Schnelle, was Wasser bindet. So einen saugenden Verband oder sowas. Und das versuchen, drumherum zu wickeln. Okay. Also du tust die einmumifizierte Jaya mit Würmern einmumifiziert, bandagierst du dann. Genau. Ist ein Das interessantes Ganze Bild. mit Alkohol übergießen und anstecken. Das kannst du so oder so tun, ohne Verbände. Ja, aber sie hat, ich weiß nicht, sie hat ja einen Wasserfilm, also das ist ja. Mach doch einfach die Yes? Fackel an. Hier, Fackel. Die Jakob in Ach, der Hand hat. die. Würdest du überleben würfeln, in der Hoffnung, dass du es besser hinkriegst als Jakob in der kurzen Stresssituation? Ja, klar. Okay, dann zünde Jakob seine Fackel an. Mal gucken, was Jakob danach dann macht. Überleben, ja. Ja, überleben. Der Funke der Erleuchtung erfüllt diese Fackel. Jakob, du hast jetzt eine Fackel. Was möchtest du tun? Sind die Würmer über den Kopf oder über Die Hals? ist, die, man sieht sie nicht mehr. Sie ist komplett von Kopf bis Fuß einge. Okay. Und Und die Dinger haben sich uns Nitan zusammengezogen. hält sie wo? Also so an der Hüfte oder am Bein An oder? einen dieser Würmer, die aber immer härter wird und immer sich mehr zusammenzieht. Wie alle anderen auch. Ich würde auf Kopfhöhe versuchen, so Wurm da mal, weil ich Angst habe, dass sie erstickt, mal zu greifen. Dann Ich würde versuch da jetzt einfach Kraft. mal reingreifen wollen. Dann Kraftakt minus 2. Ist ja klar. Ich bete mal hier. Deckarbeiter, möge dir beistehen, dir Kraft schenken, aber es hat nichts gebracht. Komm da nicht rein! Freunde, jetzt zündet sie an oder so. Also die Würmer. Ja, ihr hört dann ein unangenehmes Knacken innerhalb dieses ganzen Knochenkonstrukts in diesem Moment. Was war das, die Würmer taten? Wir hören Knochen knacken. Ja. Wenn ich jetzt noch dran bin, ist die Frage jetzt, Ja. wenn ich da jetzt irgendwie versuchen, also nur zu regeltechnisch, wenn ich jetzt versuchen würde, die da mit der Fackel irgendwie so quasi zu trocknen, das sind ja irgendwelche Sachen, wenn die irgendwie trocken wären Ja. oder vielleicht dann da, wäre Ja. das dann sowas wie Nahkampfwurf, Ja. Beweglichkeit oder? Nahkampf. Der Tänzer stehe dabei. Ich würde sagen, die Fackel gibt dir plus 1. Hey. Ich überlege gerade, oder wäre das so die Aktion auch quasi hinterher noch einfach Nitan das Teil in die Hand zu drücken, weil die das glaube ich besser machen würde als ich. Sie versucht, zusammen mit Xeno irgendwie diese Würmer runterzukriegen, als es dann plötzlich Krach macht. Dann versuche ich dann einfach dann mal mein Glück da mit den, möge der Tänzer mir beistehen. Ich bete dann nochmal zu den Jeselbing. Möge er meine Hand besser lenken. Der Tänzer steht hier bei und die ganze Wurmbagage fängt an zu brennen. Das Feuer breitet sich über diese komplette Wurmlandschaft dann aus. Xeno und Nitan sollten vielleicht ihre Hände jetzt instantan wegziehen. Und dann fällt sie entsprechend dann doch ins Wasser und als kleine brennende Insel fällt sie hinter euch zurück. Oh je. Und als sie dann ins Wasser platscht, kommt die Gischt wieder hervor und aber ihr seht auch immer wieder, dass diese Würmer eher wütend um diese brennende Insel herumkreisen. Aber ihr macht kaum noch Bewegungen im Wasser und ja, sie verschwindet dann im Nebel mit euch, die immer weiter wegfahren. Ja, haben wir ja schon ziemlich versagt, Leute. Sag ich so. Oh mein Gott. Ja. Ja, Nitan, jetzt erinnerst du dich wieder. Tuban. Fiese, kleine, ja, blutegelartige Schlangenwesen aus den Sümpfen. Aber solche Schulen an solchen Viechern hast du doch schon lange nicht gesehen. Man hat sich immer nur erzählt, es gäbe sie nur an unheiligen Orten, aber ja, die Sümpfe von Sultreise ist so ein Ort. Halt einfach den Mund und dreh mir die nächste Zigarette aus Mangel dessen, etwas Stärkeres zu haben. Am Gesichtslosen, seid ihr sicher, dass wir hier sein sollten? Und wach und aufmerksam. Und würfel doch mal beobachten. Ich meine. Alle oder jetzt? Wolltest aufmerksam sein, das wäre dann entsprechend die Ansage dafür. Ich wollte einfach nur sagen, seid aufmerksam, guckt und nach, was sind der weitere und haltet irgendwas Brennbares bereit. Das macht. Also. Aber dann würfel ich beobachten normal. Kritischer Erfolg. Ja, du schaust dich dann so entsprechend um und ihr gleitet gerade, nur noch angetrieben von dem Schwung, den ihr gehobt habt, ganz langsam durch diesen Nebel. Und
dann siehst du immer größere Paläste um euch herum auftauchen, nur noch als Kuppeln. Das Wasser ist hier nicht mehr ganz so schlickig und nicht mehr mit diesem Ölfilm besehen. Du kannst dann teilweise nach unten sehen und siehst wirklich eine komplette Stadt unter euch entlangfahren. Es hat was von untergegangenem Venedig. So, ihr seht überall kleinere Piers, die halt deutlich weiter unter euch sind. Die Türme heruntergekommen. Du siehst immer wieder Vögel, weniger Bäume, sondern eher stadtartig fahrt ihr scheinbar gerade durch die Ruinen von Sultra. Der Nebel ist weg, oder wie? Der Nebel lichtet sich ein bisschen, aber er ist immer noch penetrant da. Also über euch seht ihr die Sonne immer noch nicht wirklich gut. Kann ich irgendwo dieses Tablet entdecken, was wir vor uns irgendwo hatten? Oder wahrscheinlich. Ja, weißt du, vielleicht hat die das ja in der Hand gehabt, während die Würmers... Lass mal doch einfach einen Würfel entscheiden. Würfel auf einmal W2. Eins, ja. Zwei, nein. Ja. Nein. Nein. Was, nein. Wurde scheinbar mit den Würmern ins Wasser gerissen. Ah, verdammt. Wir haben die Aufzeichnung verloren. Aber für den kritischen Erfolg, du siehst, Jakob, dann ein paar Stasisbetten da im Wasser rumdümpeln. Relativ viele Stasisbetten dümpeln hier im Wasser. Und ihr fahrt so gesehen an Stasisbetten vorbei, die hier scheinbar ins Wasser geschoben wurden und davon getrieben sind. Seht ihr das hier? Irgendwo hier müsste das doch sein. Wo ist hier der höchste Punkt, wo wir vielleicht anlegen können? All diese Stasisbetten, wenn du genauer hinschaust, haben eine schwarze Markierung. Oh, hier irgendwo anlegen, also sehe ich irgendwie. Ja, und du siehst dann auch ein Landepier, ein improvisiertes. Du siehst auf jeden Fall eine Böschung, wo man anlegen kann, eher rudimentär hingebracht. Und du siehst auch überall Schleifspuren von Stasisbetten hier. Also entsprechend dann den Motor noch ein bisschen anmacht, damit ihr da hinkommt. Und seid auf einer kleinen Insel angekommen. Okay, also hier scheint sich immer mal jemand rumzutreiben. Plattgetretenes Gras und Schleifspuren. Ja, und als ihr dann entsprechend anlandet, geht relativ schnell dann die Sonne aus. Es wird dunkel. Ihr seid ja relativ nah am Äquator, das heißt, der Wechsel zwischen Tag und Nacht ist hier immer sehr abrupt. Hey. Das seid ihr aber hier auf Kur gewöhnt. Nur noch kurz zur Einordnung. Also scheinbar wart ihr komplett die komplette Tag- und Abendwache unterwegs gewesen und jetzt nähert sich das Ganze der Nacht. Aber ihr seid an Land gekommen und seid hoffentlich weit weg von diesen Killerwürmern. Hoch auf die Nachtsicht. Ja, ich steig aus und fange an, das Gelände zu erkunden. Dann schaust du dich entsprechend um. Aber mach vorsichtig nicht, dass hier noch jemand ist. Dann würfel du auch mal auf Beobachten und die Nachtsicht gibt dir einen Vorteil von 2. Oh, leck mir da am Socken hier, warte mal. Zu wem darf ich denn beten? Bei der Spieler. Oh, Spieler. Welchen Einsatz muss ich dir diesmal bieten? Lass mich sehen in der Dunkelheit. Naja. Ja, du guckst dich entsprechend um und etwas unweit von eurer Anladestation siehst du ein ganz kleines Licht hinten zwischen einer kleinen Vertiefung auf, es ist so gesehen, so wie gesagt, eine Insel, die einen leichten Aufgang hat. Und du gehst dann schleichst dich entsprechend nach oben. Und wenn du so durch das Unterholz rausspähst, siehst du ein ganz kleines Licht. Normale Menschen hätten das nicht gesehen. Aber du siehst es dank deiner Dunkelsicht. Und du siehst da zwei Gestalten in einem kleinen Zelt sitzen. Also vor einem kleinen Zelt sitzen. Von der Entfernung weißt du das noch nicht, was sie genau sind. Aber hier sind Menschen, würdest du sagen, auf den ersten Blick. Ich leg mal das, warte mal. Was machen denn die anderen, während Nitan so gesehen die Böschung hochkrabbelt? Gut, mal irgendwas mit dem Boot vertauen wird wahrscheinlich Xeno machen, aber was machen denn Jakob und Anuket? Ja, haben wir Licht? Du hast eine Fackel, ist sie noch an? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Zeit ist vergangen. Kann die noch an sein? Seit so einer Stunde, halbe Stunde. Es ist schwierig, wie gesagt, mit diesem Licht abzuschätzen, wie lange ihr unterwegs wart. Es ist auf jeden Fall jetzt Nacht geworden, also es scheint auf jeden Fall bei eurer gesamten Reise ein halber Tag vergangen zu sein. Ich denke einfach, wir werden auch noch sowas wie Taschenlampen oder sowas haben, in irgendeiner Form, nicht nur Fackeln. Das war jetzt einfach nur, weil wir gesagt gekriegt haben, hier gibt es irgendwelche dunklen Wesen, die sehr gut mit Brandbeschleuniger und Ähnlichem oder kämpfen. Ja, wahrscheinlich habt ihr auch eine kleine elektronische Leuchte dafür. Genau. Ich würde das noch nehmen, aber dann auch noch ein kurzes Gebet für Jar Jar zur Mutter der Tränen, dass sie ihr gnädig sein möge. Nach dem Ankunft erstmal beten. Und warten, bis die anderen beiden oder mit dem Boot vertraut ist und so. Und sonst erinnert sich die heranbringende Nacht daran, dass ihr das Abendgebet noch nicht vollführt habt. Möchte sich Anuket anschließen? Naja, wenn Jakob zur Mutter der Tränen betet, kriegt er schon mit. Ich fühle mich allerdings nicht so ganz wohl hier. Möchtest du lieber vom Gesichtslosen verdeckt werden?
Regelhinweis, ihr solltet euch vielleicht überlegen, ob ihr irgendwelche Gebete vorbereiten wollt, auch wenn ihr keinen Altar habt. Na, ich würde schon zur Mutter den Tränen beten, eben weil jemand verblichen ist und wir konnten sie nicht retten. Dass sie zumindest eine Überfahrt bekommt. Aber ihr könnt, wie gesagt, auch Gebete für eure nächstnähere Zukunft noch formulieren, dass es euch nicht so ergehen mag. Wer auch immer da vor euch dafür bewahren soll, vor der Richterin oder der Herren der Tränen vortreten zu müssen. Ich bin gerade ein wenig zwischen den Tänzer, damit man hier irgendwie vielleicht nicht ausrutscht oder falls man schwimmen muss. Ich hatte schon so Szenen hier auf. Oder halt den Gesichtslosen. Ich glaube, ich nehme den Tänzer. Du richtest dich in ein Gebet an den Tänzer, dass du einen schnellen Schlag im Nahkampf vollführen kannst und dass du jeglichen Schlag gegen dich ausweichen kannst. Mhm. Wie ein guter Tanz. Möchtest du sonst noch irgendwann was vorbereiten? Ansonsten spielen wir wieder zurück an Nitan. Ich möchte zum Gesichtslosen beten, weil ich einfach nur nicht hier sein möchte. Und dass du von nichts entdeckt wirst, was hier sein könnte. Kino, möchtest du zu irgendwas beten? Ich wollte eigentlich zur Richterin beten, aber ich finde gerade nicht, ob das das Richtige wäre. Die ist halt für Fernkampf zuständig. Ja, ich bin ja noch am Boot, deshalb wäre das ja eigentlich was. Ich bete mal zur Richterin. Das ist mir jetzt. Oder ich bereite es vor, je nachdem, wie du das jetzt sehen möchtest. Dann sitzt Nitan, wie gesagt, im Unterholz, schaut zu diesen Leuten im Zelt entlang. Was möchtest du tun? Ich werde auch ein kurzes Gebet zur Richterin sprechen. Sie wieder darum bitten, dass ich ihr Werkzeug sein darf. Und sie im Sinne der Hilflosen und Schwachen agieren möge. Und lege einfach nur eine Patrone auf den Boden. Muss ja ein kurzes Gebet sein. Ja. Und dann würde ich tatsächlich den Rest der Gruppe holen. Also ich möchte mich den... Okay, du schleichst dich wieder nach unten. Genau. Siehst, wie Jakob deine kleine Lampe angemacht hat. Komm halt dichter. Ich habe jemanden entdeckt. Ah, nicht schon wieder Schlangen. Nein, vermutlich humanoid. Aber wenn ich ihr Licht entdecken kann, sollten wir unseres vielleicht ausmachen. Dann seid ihr wieder in Dunkelheit gehüllt, nachdem Jakob dann widerwillig die Lampe einfach ausmacht. Ich nehme sie dann, weißt du so, Formation Ameise. Das heißt, ich hänge Zeno an Anukets Gürtel, Anuket an Jakobs Gürtel, Jakob an meinen Gürtel mit der Hand. Okay. Und dann gehen wir langsam in die Richtung. Ich weiß, dass ich mich langsam bewegen muss, weil ich Leute dabei habe, die nicht so gut sehen können. Dann hätten wir wahrscheinlich eine Infiltrationsprobe in diesem Fall. Okay. Die Frage ist, wer von euch wäre denn regeltechnisch die schwächste Person in Infiltration? Das steht zwar so in Coriolis nicht drin, aber es ist natürlich die naheliegende Zero-Regel, dass immer der Schwächste die Heimlichkeitsprobe macht. Aber 5. Ah, 4. Ah, okay. Natürlich, Anuket. Aber sie hat ein Gebet vorbereitet. Oh, das hilft mir nur beim Reroll, ne? Genau, dann kriegst du +1. Dann infiltriere ich mal erst so. Natürlich nicht. Der Gesichtslose ist dir noch nicht hold genug. Scheinbar fehlt das Blutopfer. Ja, ihr schleicht euch dann an, aber irgendwo macht es dann doch einen verdächtigen Knack und die Gestalten, ihr seid nicht mehr allzu weit entfernt von ihnen, mehr oder weniger so 3 Meter, fahren dann entsprechend zu euch herum und ziehen ihre Waffen. So, wo ich meine Waffe ziehe. Ja, du hast deine Waffe wahrscheinlich vorher schon gezogen gehabt. Ja. Okay, man fährt entsprechend zu dir herum, was möchtest du tun? Waffen runter, ihr seid umstellt. Dann hast du deine Waffe, die gibt dir +2. Auf Manipulation. Ja, sie gucken sich kurz um und heben dann leicht die Hände und nehmen die Hände von den Waffen. Ich ziele weiter auf sie und hoffe, dass Jakob so clever ist, ihnen die Waffen abzunehmen. Das wollte ich sagen. Ich hätte ja auch meine Vulkangrille noch in der Hand und würde dann so ein paar Schritte auf die zu machen, um die eine oder so in die Richtung von Nitan zu schieben oder zu... Ihr lauft entsprechend um diese kleine Lampe herum, die in deren Mitte steht und nimmst ihnen die Waffen ab. Die gucken, ja, nicht so glücklich drein, sind auch entsprechend verdreckt und, ja, schauen furchtsam. Richtung Nitan, die ja so leicht glühende Augen hat im Dunkeln. Arnuket, du hörst so, dass sie leise vor sich hin tuscheln, Dämonen, böse Djinns, böse Geister und so weiter auf Xalonisch. Dann murmel ich leise vor mich hin. Oh, danke, dass die Mutter der Tränen nicht noch mehr Leute zugeführt wird heute. Und dann taste ich mich an Nitan ran und meine, Nitan, die haben Angst vor dir. Wahrscheinlich wegen der Augen. Sehr gut. Also wenn ich da stehe und die Waffen weckere, sie frage, sind hier noch mehr Leute? Gucken sich kurz an, schütteln den Kopf. Wo sind eure Opfer? Nicht hier.
Wo? Im Sanatorium dieser Ruine. Die Seraphim haben uns hierher geschickt. Beschreib uns den Weg. Ja, leckt sich mehrfach über die Lippen. Tagesreise. Wir sollten nicht im Dunkeln gehen. Da draußen ist es gefährlich. Ich hasse diesen Ort. Hörst du den anderen nur sagen? Also auf Xadonisch spricht er zum anderen, das hört immer Anuket. Dann trete ich vor und sage, ich hasse diesen Ort auch auf Xadonisch. Der andere guckt, die gucken sich kurz an. Der eine sagt dann irgendwas von Schwester im Geiste, Dienerin des Märtyrers. So, ich gehe näher ran und sage, psst, was macht ihr hier? Ja, lässt das Nithan sich ergehen, dass sie aus dem Gespräch ausgeschlossen wird. Solange sie Anuket nichts tun, und er hat mir ja schon gesagt, was ich haben will. Mhm. Wenn sie anfangen, Anuket zu bedrohen oder sich irgendwie in der Weise merkwürdig verhalten, dann werde ich wieder aktiv. Anuket, was möchtest du denn rausfinden? Das wäre jetzt die erste Frage, weil dann durch entsprechende Probe dranhängen. Ich möchte eigentlich versuchen, eine Situation herzustellen, dass sie mir vertrauen, dass wir nichts Böses von ihnen wollen und sie quasi in Ruhe lassen würden, wenn sie nichts Schlimmes tun. Ja, also du merkst aber auf jeden Fall, allein, dass sie dich, wie gesagt, erstmal die Frage stellen, ob du überhaupt eine Schwester im Geiste, im Sinne des Märtyrers bist. Sagt dir natürlich ganz klar, das sind auf jeden Fall klassische Orden des Paria-Fanatiker. Naja, ich kann ja mein Tattoo entblößen, oder? Das kannst du gerne tun. Unauffällig. Medikurgin, ja. Ja, das würde dir entsprechend einen Vorteil geben. Okay, ja. Möchtest du irgendwie. Na gut, machen wir es aber an einer Anzahl der Erfolge, die du erzielst. Ich würde dir für das, für dass du mit ihnen entsprechend auf ihre Sprache sprichst, plus eins geben und für das Medikurgen-Tattoo nochmal plus eins. Also dann plus zwei. Okay. Das ist Manipulation, nehme ich an, ja. Genau. Der Händler ist dir noch nicht hold. Der Händler. Ich würde das aber ausreizen wollen. Mhm. Und zum Händler beten und sagen: Oh Händler, das ist jetzt wichtig. Ein guter Handel, ein gutes Geschäft, eine neue Freundschaft bringt einen viel weiter. Nee, also wie gesagt, sie bleiben da. Sie sind eher verschlossen, aber sie werden trotzdem mit dir reden, aber sie werden nicht hier alles auf dem Silbertablett liefern. Sie gucken dich an, unterhalten sich dann trotzdem mit dir, aber sie werden dir trotzdem nicht alles unmittelbar offenbaren, sondern eher verschwurbelt sein. Sie gucken dich dann so an, meinen dann nur, der Djinn sollte weg. Gucken furchtsam zu Nithan. Sie würden sich weniger unwohl fühlen in Anwesenheit dieses Djinns. Und der Djinn ist kein Problem, solange man sich gut mit ihm stellt. Ja, gucken zweifelnd, aber ja, was möchtest du denn sonst mit ihm bequatschen, nachdem sie dann trotzdem immer wieder furchtsam Richtung Nithan gucken? Vielleicht ist sie auch der Grund, warum sie so unentspannt sind. Ich würde mal fragen, wie viele von euch sind denn am Sanatorium? Liegen kurz, schauen sie da an. Unterschiedlich. Mit oder ohne die Seraphim? Naja, insgesamt. Es hat so etwas von, für dich so vom Klang her, die reden die ganze Zeit davon, dass Engel unter ihnen wären. Das ist ja aus Sicht des Ordens Parias eher seltsam. Aber sie sind doch die Fanatiker, oder? Sie sind Fanatiker, aber du hast noch nie von Fanatikern gehört, die von Engeln reden. Naja, aber ich könnte ja vermutlich darauf kommen, dass sie vielleicht dazu, die Abgesandten meinen oder die Leute, die, ja, die dieser Abgesandten Krankheit sind ja, infiziert sind. Der Abgesandte sind. Ist ja ein Ketzer, eine Häresie. Gut, aber die Leute aus den Stasisbetten. Möchtest du über die reden? Ja, also darum geht es doch eigentlich, oder? Ja, sie gucken sich dann so an. Naja, und der eine sagt dann nur, ich glaube nicht, dass diese armen Leute wirklich von Djinns besessene Unglücksboten der Finsternis sind. Das ergibt keinen Sinn, das sind arme Schlucker. Ich habe einen von denen aufgetaut. Das war einfach eine Hausfrau. Das ergibt keinen Sinn. Ja, da gebe ich euch völlig recht. Es gibt auch keine medizinische Erklärung dafür. Naja, die Seraphim werden die Häresie hoffentlich gereinigt haben. Ich meine, wie viele Seraphim gibt's denn? Ihr sprecht drei, von mehreren. Drei sind vom Himmel runtergestiegen. Mit silbernen Flügeln. Also mit echten Flügeln? Oder sprichwörtlichen? Einen heiligen Schiff. Wie sah das Schiff aus? Wie ein... Der andere guckt dann so an. Und sie überlegen lange und suchen ein sehr, sehr altmodisches Wort, auch selbst für xalonische Verhältnisse, und beschreiben eine Art Schmetterling. Und warum sind das Seraphim? Weil sie, nur weil sie mit einem Raumschiff gekommen sind? Sie wissen Dinge. Sie
haben uns geholfen, die Häresie. Sie versuchen entsprechend das Unglück abzuwenden. Sie haben diese Falschheit, die spricht mit weiblich-männlicher Zunge, befragt. Sie befragen sie schon seit Tagen. Wir sind jetzt hier nur rausgeschickt worden, um die nächste Lieferung entgegenzunehmen. Aber es kam nichts mehr. Ja, das ist wirklich traurig. Wir wollten ja was mitbringen, aber wir sind leider überfallen worden von diesen Schlangenviechern. Ja, deswegen sind wir auch froh, lieber auf dieser Insel zu sein. Oh ja, es ist von hier aus noch ein Landweg. Ich möchte nicht mehr auf dieses verdammte Wasser. Wir kamen eigentlich auf die Idee, das in diesen Sumpf zu verlegen. Das ist total dumm. Gucken Sie sich dann so recht fragend an. Wir wissen es selber nicht. Ich meine, wir haben extra einen Djinn dabei, ja, damit wir nicht umkommen. Und was habt ihr? Wer hat dich eigentlich geschickt, Schwester? Welcher Teil des Ordens? Du bist keine Kriegerin des Lichts. Oh nein, das stimmt. Ich bin eine Nachzüglerin. Zeig das Tattoo des Krieger des Lichtes. Oh nein, ich bin kein Krieger des Lichtes. Aber du sagtest, du bist eine Nachzüglerin. Naja, also ich bin nicht aufgenommen worden. Aber ich bin hier zum Inspizieren. Nein. Der Märtyrerrat hat das nicht abgesegnet. Du bist hier falsch, das kann nicht sein. Aber ich bin hier, wenn das nicht Beweis genug ist. Sie gucken sich gegenseitig an und der eine meinte dann nur zu Narius, ich glaube, sie wurde vom Märtyrerrat geschickt. Sie gehört wahrscheinlich zu den Assassinen. Sie wird uns, wenn wir hier die Augen schließen, nicht wieder aufwachen. Sie wird uns töten, sie befragt uns hier nur. Und ich zeige auf den anderen, siehst du, wenigstens einer von euch ist helle. Sie gucken sich gegenseitig an und schweigen dann. Gucken grimmig dich erst an und dann schauen sie wieder Nitan an und recken dann trotzig die Hälse hoch. Namoto tötet uns gleich. Okay, wo können wir schlafen? Hinter ihnen steht ein Zelt für zwei Personen. Wir sind aber vier. Das ist das Problem. Wir sollten eh Wache halten. Vermut mal, ihr habt die beiden auch einfach gefesselt. Wahrscheinlich dann irgendwann. Spätestens wenn Anuket vom Zalonischen wieder in die Gemeinsprache wechselt, werden die irgendwann gefesselt. Können sie auch einfach aufs Boot setzen. Möchtest du nochmal manipulieren, nochmal dort, du drohst ihnen, sie auf das Boot zu setzen und rauszuschieben? Ja, es ist auf jeden Fall netter, als sie umzubringen. Haben sie noch eine Chance. Oh, nie darf ich hier was. Nein, Frau Jin hier wird nicht direkt getötet. Das ist gegen den Willen des Märtyrers. Und ich muss kurz husten und... Anuket, meinst du, es ist netter, die Leute dazu, diesen Würmern zu schieben oder sie direkt zu erschießen? Naja, dann kann zumindest die Mutter der Tränen entscheiden, oder? Kann ich dann nochmal manipulieren versuchen? Neue Bedingungen, neue Probe. Also ohne Bonus wahrscheinlich, ne? Kommt drauf an, was du genau ansagen möchtest, dann sage ich dir, ob du Minus oder Plus bekommst für die Probe. Naja, ich würde sagen, entweder ihr kooperiert oder ihr bekommt eine Freifahrt auf dem See. Ich habe danach aber kein Boot mehr. Ich kann ja in so einem Stasis-Ding paddeln. Ist besser geschützt als das Boot. Ja, die Stasisbetten, an denen wir vorbeigefahren sind, waren nicht schwimmtauglich. Die sind alle untergegangen. Die hat nur durch den kritischen Erfolg von Jakob alle, habt ihr sie einfach nur gesehen? Ach so. Naja, ich drohe ja nur damit. Oh klar, wenn du den drahst, okay. Wir haben euch jetzt gefesselt, jetzt stecken wir euch auf ein Boot. Wenn ihr jetzt nicht perfekt auspackt, klar, dann Würfel auf Manipulation. Aber sie sind jetzt eher skeptisch, also ohne irgendwelche Boni. Mhm. Der Märtyrer wird uns entsprechend vor jeglicher Gefahr und sei es auch diese Dunkelwürmer bewahren. Geben sie trotzig auf Zalonisch zurück. Also schiebst du sie jetzt auf ein Boot nach draußen? Ich gucke kurz zu Jakob und Nitan und Zeno. Und meine, brauchen wir das Boot noch? Ja. Ich nehme den ersten von ihnen am Arm. Ich gehe davon aus, dass ich körperlich etwas überlegen bin. Ja, die sind muskulös, aber ja. Und schiebe ihn einfach so ins Wasser. Ohne Boot. Mhm. Ja, dann hat er jetzt nasse Füße. Schieb ihn noch weiter. Dann binde ich ihn an den Steg fest. Er guckt trotzig dich an. Du wirst mich nicht kriegen, Jin. Gibt er dir auf einem sehr gebrochenen Zini zurück. Ich antworte dann noch zu Goy. Ich kriege immer, was ich will. Und dann kriegt er von mir einen Kuss auf die Stirn. Mhm. Und dann? Und seinen Freund bringe ich auf die andere Seite der Insel. Und gucken, ob ich ihn auch irgendwo festbinden kann. Mhm. Okay, also den treibst du vor dich her. Boah. In der völligen Finsternis. Für ihn, völlige Finsternis, ja. Gebe ich einen Finsternispunkt dafür aus. Ich hab's geahnt. Sind die anderen mitgegangen?
Der Djinn da Sachen anbindet, nee. Nee, Nitan geht ja mit dem Typen jetzt weg. Und du, Anuket, hast du das Gefühl, du wirst beobachtet. Und du guckst so in die Finsternis und hast das Gefühl, glühende Augen in der Dunkelheit zu sehen. Auf der Höhe von so einem größeren Hund. Okay, ich weiche zurück und ziehe mein Gewehr. Ja, du sitzt ja, wie gesagt, jetzt wieder bei diesem Zelt, vermute ich jetzt mal, nachdem Nitan jetzt gerade den anderen wegführt. Sitzt ihr beim Zelt und ja, du hast so ein komisches Kribbeln im Nacken, als du, wie gesagt, in diese Finsternis guckst. Ja, komm, Zeno, ich glaube, wir sind nicht allein. Ja, sicher. Ich gebe noch einen Finsternispunkt aus. Und du darfst eine Probe entweder auf Mystik oder, wenn du keine Mystik hast, nur das zugehörige Attribut würfeln. Mystik habe ich nicht. Genau, das heißt, du würfelst nur das Attribut. Empathie, oh Gott. Ja, bevor du irgendwas sagen kannst, hast du den Eindruck, dein Sichtfeld wird dunkel und schwarz und jegliche Hoffnung fällt dir auf dich herab und du hast einfach nur eine Scheißangst und kannst dich nicht mehr bewegen. Auch die Waffe ziehen funktioniert nicht. Du wirst einfach nur und starrst einfach nur in diese Finsternis hinein. Die von euch Beobachtung noch schaffen, von den anderen, die noch bleiben, sehen das, dass sie plötzlich erstarrt. Ansonsten seht ihr das nicht. Könnte auch sein, dass einfach Anuket eingeschlafen ist, genau. Irgendwelche Bonis? Wir haben also einfach normal wahrscheinlich, wir haben ja nur ein bisschen Licht da vor Ort und das ist genau. Es ja. Aber ihr seht, es kann auch sein, dass einfach Anuket eingeschlafen ist. So wirkt es sonst auf euch. Aber ja, ihr beide seht dann, irgendwas stimmt hier nicht. Weil Anuket einfach nur noch starr ist, nicht mehr sich bewegt, auch nicht mehr redet. Seit wann hat sie sich nicht mehr über diesen Sumpf beschwert? Anuket, geht's dir gut? Anuket. Ich starte einfach nur in die Finsternis hinaus. Ich würde vielleicht meine Lampe nehmen und in diese Richtung leuchten. Leuchten zwei Augen zurück. Dann würde ich wirklich meine Vulkan. Eine schwarze Gestalt auf vier Beinen steht da in der Dunkelheit und starrt in eure Richtung. Es wirkt wie ein Mensch, der auf vier Beinen geht. Also auf einem Bein geht. Schon mal zielen. Ich würde nicht zielen. Ich würde wieder mich an diese Sache erinnern. Irgendwas Fackelmäßiges schnell nehmen, anmachen, irgendwas, was brennt, Feuer. Irgendwie so ein bisschen so vor Anuket halten und dann so in diese Richtung, dann so Scheiße, hier kann man doch wirklich nicht schlafen. Okay, dann würfelt doch mal ein W6 für die initiative Reihenfolge. Während Nitan den Typen da wegführt. Okay. Immer eins langsamer als du. Zeno hat noch eine Chance, schneller zu sein. Ja, dann guckst du dahin und dann rennt dieses Viech in einer unglaublichen Geschwindigkeit auf euch zu. Du hast jetzt erst den Eindruck gehabt, okay, das ist weit genug weg. Das erreicht uns so schnell nicht. Wir können Feuer schießen. Pustekuchen, es ist unmittelbar dann bei euch da. Aber dann kommt es auch nicht mehr weiter mit der Aktion. Also das Ding ist einfach wusch, mit einem unglaublichen Tempo. Und es wirkt so, als wäre das Ding mit der Dunkelheit verschmolzen. Es ist kaum wahrzunehmen. Es ist wie ein bösartig schwarzer Geist. Diese Lampe, die wir da haben, quasi so eine Art, was wir so da stehen haben und dann einfach so eine allgemeine. Also nur dadurch seht ihr das Ding überhaupt. Scheiße. Anuket, die rennt auf Anuket zu, das Ding. Die ist ja quasi. Ja, also. Aber kommt so gesehen nicht mehr zur Aktion. Also ist es dann da, aber es tut nichts mehr. Also, es ist so gesehen direkt vor Anuket. Du starrst jetzt wirklich in diese schwarzen Augen, in diese schwarze Finsternis. Es ist nur ein leichter Schatten, was von den Augen zu sehen ist. Und du hast wirklich so das Gefühl, es ist ein Mensch, aber völlig deformiert, so aus der nächsten Nähe. Achso, übrigens, dann in der nächsten Runde darfst du nochmal Empathie werfen, ob du dich von diesem Einfluss lösen kannst. Fackel habe ich wahrscheinlich nicht angekriegt, oder? Vorher. Die Fackel habe ich wahrscheinlich voll. Du kannst jetzt die Waffe ziehen, wenn du möchtest, und was tun, ja? Ja, ich würde mich so daran erinnern, dass die Kommentare waren, wir brauchen irgendwelche Brandsätze und irgendwie würde ich gerne irgendwas haben, was man feuern kann und was jedenfalls so ein bisschen unbedingt. Ja, dann mach entsprechend einen Brandsatz mit Überleben und wirf drauf. Ich habe befürchtet, dass du sowas sagst. Wir können auch einfach nur schießen, das ist auch eine Option. Ja, du kriegst die Fackel diesmal an sogar. Du hast aber den Eindruck, dass das Licht um diese Figur, um diese Gestalt herum sich ja, wegbiegt. Also es bleibt finster, dieses Ding. So eine Dunkelheitsaura umgibt es. Aber du kannst noch in dieser Geschichte auch noch versuchen, mit einem Malus Nahkampf zu machen. Und minus zwei auf Nahkampf. Nee, dann mache ich das nicht. Wenn du keinen Würfel mehr hast, hast du einen. Du kannst es also immer noch versuchen. Okay. Wenn du keinen Würfel mehr hast, dann kriegst du einen. Hast eine Restchance. Nee, also du hast keinen Erfolg. Ja, aber Xeno kann ja noch was tun.
Du machst auf jeden Fall die Fackel an und legst so in der Luft herum, bis du realisierst, das Ding ist wahrscheinlich etwas niedriger zu schlagen. Ja. Zino, was tust du? Also könnte ich da jetzt drauf zielen, oder? Klar. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich da... Ja, und du hast ja potenziell auch noch die Richterin auf deiner Seite. Ja, eben. Würde ich einfach mal abdrücken. Plus zwei durch die Probe. Ah, ja. Plus zwei. Dann würfel noch zwei Würfel nach. Zwei Erfolge hast du schon? Ne, 5 und 1. Aber zwei Erfolge. Du triffst das Ding. Und es blutet Schatten. Blutet Schatten. Und machst wie viele Punkte Schaden? Handkarabiner war 3 Schaden. Nein. Und dann Bonusschaden mit dem Zusatzerfolg? Ja. Oder möchtest du irgendwas anderes vielleicht machen? Es gibt ja noch die Möglichkeiten, zum Beispiel es einen Nachteil zu verpassen. Solche Späße, nee, ich hätte den Bonusschaden gleich genommen. Okay, dann Bonusschaden. Auf jeden Fall triffst du es schwer an der Seite. Es blutet massiv viel Schatten aus sich heraus. So. Gut, dann darf Anuket mal schauen, ob sie sich von diesem Einfluss befreien kann, von diesem Wesen. Ja, du kommst wieder zu dir. Du darfst noch eine Initiative würfeln, wie schnell du reagierst. Ja, du kannst unmittelbar reagieren. Du hast noch gerade keine Waffe zur Hand, aber ja. Du siehst einen seltsam deformierten menschlichen Körper, der aber komplett schwarz ist, aus Schatten zu bestehen scheint und dich aus seltsam leeren Augen anschaut. Was möchtest du tun? Mir ist unmittelbar klar, dass das nichts Freundliches ist. Nö. Und? Aber es tropft übrigens den schwarzen Schleim, den du schon mal kennengelernt hattest. Mhm. Das bekräftigt mich ja nur in dem Entschluss, dass es mit Feuer getötet gehört und ich würde möglichst versuchen, es zu erschießen oder wie auch immer. Dann ziehst du entsprechend deine Waffe, aber aus dem Nahkampf heraus hast du halt einen ziemlichen Malus. Aber klar. Ja, wie nah ist es denn? Ist es sehr nah? Es sitzt direkt vor deinem Gesicht. Ich fürchte, ich habe aber nichts Besseres, oder? Du könntest auch dein Skalpell benutzen. Ja, gut. Ich bin da beim Nahkampf so wahnsinnig schlecht. Der Tänzer kann auch mit dir sein. Ja. Was für Abzüge gibt es denn mit der Waffe im Nahkampf? Nur 3, weil du sehr schnell reagieren musst. Du musst die Waffe ziehen in einer sehr beengten Situation. Also das ist kompliziert, aber du kannst es versuchen. Okay, gehen wir mal davon aus, dass es wirklich so nah ist. Denn, und ich meine, man kann ein Gesicht ausmachen, ja? Das ja. Denn aber eben Fernkampfwaffen im Nahbereich sind halt schwierig. Ja, ja. Ja, das ist tatsächlich ja so, dass es ist schwierig. Gut, dann greife ich instinktiv in meine Tasche und ziehe das Skalpell und versuche es ihm zu halten. Ja. Seitlich in den Kopf zu rammen. Ja, Nahkampf. Okay, probieren wir das. Ich vermute mal, ein Skalpell gibt keinen Bonus. Nicht direkt, nee. Irgendwie entgleitet dir eher das Skalpell, als dass du es in dieses schreckliche Gesicht schlagen könntest. Okay, dann darf ich mal würfeln. Jetzt würde ich versuchen zu beißen. Ein Erfolg. Ja, es beißt dir mit 2 Schaden in die Schulter. Autsch. Hast du irgendeine Panzerung? Ich vermute mal nicht, dass ich mein Exoshell anhab hier, deswegen. Nee, dann hast du einfach 2 Punkte Trefferschaden erlitten und die anderen können reagieren. Du kannst natürlich theatralisch schreien, das steht dir völlig frei. Ja, das wird ungefähr so passieren. Und das würde dann auch Nitan aus der Ferne hören. Neben der Tatsache, dass ihr auch Xenos Waffe schießen hört. Cool, das ist der Moment, wo mir der Typ vollkommen egal wird. Moment. Du lässt ihn in der Dunkelheit stehen. Ich lasse ihn in der Dunkelheit stehen und renne zurück. In der Finsternis. Also spätestens, wenn Anuket schreit, ist so dieses Scheiße. Okay, dann bewegst du dich auf jeden Fall zurück. Wenn du dich schnell bewegen möchtest, wäre das Bewegen. Dann musst du natürlich durch Stock und Stein hetzen, um schnell wieder zurückzukommen. Nein! Nee, der Tänzer ist dir nicht hold in diesem Fall. Also du brauchst auf jeden Fall länger. Gut. Dann Jakob und Xeno, ihr seid noch dran. Ihr seht, wie gerade dieses Ding wie so ein Zombie über Anuket fällt. Ja, ich würde, glaube ich, bei der gleichen Sache bleiben wie bisher und versuchen dann, wenn das jetzt irgendwie festhängt, weiter mit der Fackel drauf und so weiter. Ja, jetzt hast du übrigens kein Malus mehr. Jetzt kannst du mit der Fackel einfach losschlagen. Einfach. Ja. Da würde ich dann irgendwie meine vorbereiteten Gebet für nehmen, um besser zuzuschlagen. Mhm. Ähnlich schlecht im Nahkampf. Es ist sauschwer, dieses Ding in der Dunkelheit auch trotz Lampe zu sehen und zu treffen. Beno. Also. Dein Captain braucht deine Hilfe. Er kriegt die Fackel nicht in dieses Monster rein. Wie jetzt?
Einfach reinrammen. Du hast vorhin geschossen, du kannst nochmal schießen. Das kann ich so, also ist die Position des... Das kriegst du hin. Okay, dann schieße ich nochmal. Mensch, Captain, du müsst das mal richtig machen. Ich will doch nicht Anoket abfackeln. Ach, Mensch. Passiert schon nichts. Kriege ich da trotzdem noch zwei oder zählt das nicht mehr? Du kannst nochmal zählen, ja. Dann hast, du kannst halt nichts anderes machen dann mehr. Ja, will ich auch nicht. Ist, ist kein Problem. Ja, dann triffst du nochmal. Mit normalen Schaden. Das sind 3 Schaden, gell? 3, jo. Okay, das Ding steht immer noch und hat sich in Anoket verbissen. Naja. Gut, dann Anoket, du wärst wieder dran. Neue Runde. Wo ist das Skalpell, wenn man es mal braucht? Hm. Du kannst es mal versuchen. Kann ich auch versuchen, rückwärts wegzurobben? Das kannst du versuchen mit Bewegung. Das wäre nämlich, glaube ich, jetzt instinktiv meine Reaktion, dass ich, nachdem ich es mir nicht erklären kann und nicht treffen kann, irgendwie, ich würde versuchen, schmerzend rückwärts wegzurobben. Ja. Mhm. Ein Erfolg, und jetzt ist die Beweglichkeit von dem Monster gefragt, ob es mit dir mithält. Ja, bleibt an dir dran. Das ist unglaublich schnell. Gut, dann wäre das Monster nochmal dran. Und beißt dich nochmal. 2 Punkte Schaden. Mir nicht unsere Ärztin um. Ich hab ja für den Crit muss ich deutlich höher würfeln. Mit also mehr Folge. Ich weiß, wie viele Trefferpunkte ich habe. Und ich weiß nicht, wie viele Anoket. Wie viele Trefferpunkte hat denn Anoket noch? Einen. Gut. Der Captain und Xena sollten sich ranhalten. Mir wird schon leicht schwarz vor Augen. Ja, ihr seid dran. Es sind nur 4 Leute. Also ja, ich überlege. Xeno, du kannst gerne mal schießen. Ich überlege, wir sind ja gleichzeitig dran, oder? Ihr könnt sein. Einen Teil, mir geht es immer nur darum, ob ihr vorher oder nachher im Monster dran seid. Ja, ja, Xeno, mach du mal ruhig. Ich überlege jetzt gerade so ein bisschen so, ob ich vielleicht... Okay. Oh, wieder einer. Das Ding hat sich, wie gesagt, ja wieder in Anoket reingebissen und dann schießt Xeno nochmal hinten in den Rücken von dem Viech und dann zerplatzt der schwarze Schatten und... Anoket, dir fällt ein seltsam so ein vermooster Schädel mit spitzen Zähnen in den Schoß. Ich schrecke auf und krabbel weiter zurück. Und dann bleibe ich wahrscheinlich schwer atmend gegen irgendeinen Baumstumpf sitzen. Anoket. Diejenigen, die Kultur haben, die können übrigens mal auf Kultur würfeln, ob sie sich an die Geschichten zu diesem Wesen erinnern könnten. Ich auch schon? Du kommst dann dazu, aber du hast ja das Wesen nicht live gesehen. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, es war irgendein schwarzes Monster, das ein Totenschädel war. Und auch um die zersprengten Knochen, die sind alle mit Moos überzogen, als wären sie schon uralt. Aber ich habe gesehen, dass das Ding sich bewegt hatte. Das ist auch so geplatzt jetzt im Endeffekt, dass diese Schwärze, dieses Ölige, irgendwann allen uns dann quasi in der Nähe dran klebt oder sowas. Dann ja, oder? Aber das verfliegt dann. Achso, was war denn die... Und war das... Das war ein Wesen des Gesichtslosen oder es war der Gesichtslose. Was? Anoket, geht's dir gut? Nein. 2 böse Bisswunden in den beiden Schulterseiten. Also in beiden Schulterseiten. Ich greife nach ihrer Meditasche und ja, kannst fange an, tatsächlich ausziehen und suche nach dem Reinigungsalkohol. Ich gucke dich an. Es hat mich gebissen. Ja, und wir müssen diese Wunde sauber machen, damit sie sich nicht entzündet. Es hat mich gebissen. Okay, ich lasse die Tasche fallen, also ich lege sie wieder hin, und nehme Anoket erstmal in den Arm. Es wird alles gut. Ich glaube, mir ist schlecht. Das ist okay. Ich würde trotzdem jetzt gerne deine Wunden versorgen. Okay. Dafür musst du die Jacke ausziehen. Okay, ich ziehe die Jacke aus. Und das Hemd. Ich drehe mich etwas verschämt um und rücke etwas mehr in die Dunkelheit. Ihr könnt ja auch ins Zelt gehen. Könnt ihr beide mal... Hey, du, lass mich mal hier ein bisschen die Umgebung im Auge halten. Hey, dann... Schnapp dir eine Fackel, ein Licht und pass auf. Okay, na dann. Ja, ja. Gucken wir mal. Also. Ich mir die Wunde an. Ist überhaupt irgendwas zu sehen? Wie viel Fleischwunde? Also bei 4 TP von 5. Cool. Aber nichts Kritisches. Ich erzähle ganz genau, was ich tue. Wahrscheinlich werde ich 3-mal korrigiert, denn ich habe eine Feldmedizin. Ja, aber du kannst ja auch regeltechnisch die Trefferpunkte nicht direkt heilen. Nee. Aber Ruhe wäre gut, wenn man es danach verbunden hat. Ja, also ich mache das alles vernünftig sauber mit Reinigungsalkohol, also mit Wundalkohol, verbinde das ordentlich, mach das auch fachmännisch und rede die ganze Zeit. Was hättest du da schon mal gemacht? Als hätte ich das schon mal, und zwar auch sehr oft, gemacht. Das tut furchtbar weh. Das tun Wunden, Schmerzen. Das ist so unnötig. Die Wunden? Mhm.
Ja, aber normalerweise sind unsere Rollen vertauscht, Anoket. Das stimmt. Was ist heute anders? Heute ist es mal anders. Es tut mir leid, dass ich nicht da war. Was dir aber auch auffällt, ist, ne, dass die Hände halt wieder anfangen zu zittern. Ja, das ist einfach, verbindet das alles ordentlich. Dann stehe ich auf. Du solltest dich wieder anziehen. Und ich gucke, dass uns heute Nacht nichts mehr überrascht. So zufällig etwas Kohol mit, frage ich, während ich mich wieder anziehe. Greife in die Tasche und reiche dir meinen Flachmann. Danke. Gut, währenddessen bei Jakob und Xeno, die draußen noch sitzen. Ich hätte gerne noch eine Probe von Xeno auf Mystik. Ich gebe einen Finsternispunkt dafür aus. Jakob kann das so gesehen mitbekommen. Eieiei. Das heißt, ich soll wieder Beobachtungsprobe gleich machen? Musst du nicht unbedingt. Siehst du so? Ich habe bestimmt wieder irgendwelche Stimmen. Eins. Ja, dann passiert dir so gesehen nichts Böses. Du merkst nur irgendwie, du hast so ein komisches Kribbeln über den Arm, über den ganzen Körper. Es ist sehr unangenehm. Du hast das Gefühl, es würde irgendwo brennen, aber kannst es dann doch irgendwie mental doch wegschieben. Du hast wieder diesen komischen Sing-Sang-Melodie im Kopf und hörst wieder diese zweistimmige Person, die immer zu dir gesprochen hat. Und du hörst dann, die Bruchstücke fügen sich zusammen. Tausend Gesichter für die Schatten. Meine Kinder, meine Geliebten, hört mein Lied, werdet eins mit ihm. In eurer finsteren Stunde hört mein Lied und verteidigt es. Singt, Brüder, singt, Schwestern, singt mein Lied. Und du hast so wirklich so ein Schaudern und du hast irgendwie das Gefühl, irgendwas ist in dir gerade gestorben und wieder auferstanden. Und was es mit dieser Vision von Xeno auf sich hat und was hat da Anuket gebissen und gibt es noch mehr tödliche Gefahren in den Sümpfen von Sultra? Und was hat es mit diesen Seraphim auf sich und warum in diesem verfluchten Ort? Das werden wir beim nächsten Mal herausfinden. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr mit den Menschen hinter diesem Projekt gerne in Kontakt treten wollen, fühlt euch gerne eingeladen, auf den Community Discord zu kommen. Den Einladungslink findet ihr entsprechend in den Shownotes. Sollte euch diese Folge hier gefallen haben, würde ich mich entsprechend über eine positive Rückmeldung in Form von Daumen hoch, Sternen oder einen Rezensionstext sehr freuen. Vielen Dank.